Okay, wir machen weiter bei Digimon World. Immer noch habe ich Icardrama hier an der Backe kleben. Ich krieg den irgendwie, ich krieg den echt nicht weg. Ja, ich sag ja, ich habe den einmal draußen gefunden. Dann hat er gesagt, hast du was zu essen? Ich hab gesagt, nein. Ich gesagt, ja, ich glaube schon. Da kam er mit und jetzt, ja. Tja. Jetzt machen wir schon 3 Jahre zusammen eine Ausbildung und, jo. Schade, ne? Weißt du denn den Beruf, den wir machen? Oh, ich muss aufpassen. Jetzt hör auf mich die ganze. Pflege? Ja, jetzt hör auf mich abzudenken. Ich muss mich hier total konzentrieren. Das ist unglaublich. Jedes Mal die ganze Scheit. Die ganze Scheit. So. Na? Wir müssen uns so entschuldigen. Und es tut uns so leid. Wir werden die Fabrik für eine Weile schließen. Wegen den Schwierigkeiten. No one can say. Ja, genau. Wegen den ganzen Schwierigkeiten kann er genau sagen, was jetzt wirklich passiert ist. Aber es ist nicht dein Fehler. Ich denke, irgendjemand hat Kontrolle über Giromon ergriffen. Computer wurden zerstört. Ja, und das Müllwasser hat geleckt. Genau. Richtig. Dieses Wasser hat Digimon krank gemacht. Coincidence? Coincidence? Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Coincidence ist. Ja. These computers have some key importance. Ja, diese Computer haben eine Schlüsselrolle. Vielleicht ist es zu spät, aber I think someone was trying. Vielleicht ist es jetzt zu spät, aber ich glaube, irgendjemand hat versucht, uns zu kriegen. Was? Ich denke, da wären irgendwie regarding the island part und das. Regarding the island part. Achso, hier sollen wohl irgendwelche Informationen über die Vergangenheit der Insel, der Pfeilinsel, vorhanden sein. But due to Giromon's riot, the data was. Aber wegen Giromons epileptischen Anfällen wurden die Daten jetzt vernichtet. Hast du die Daten denn nie gesehen? Nein, aber ich könnte. Also, nein, aber wir könnten vielleicht in der Lage sein, ein paar davon zu reparieren. Ich werde versuchen, die Daten zu verbinden. Na, okay, dankeschön. Wie lange wird das ungefähr dauern? Na, eine Weile. It reopens the town entrance. So, come back. Achso, ich werde die Fabrik wieder eröffnen, also kommen wieder zurück. Alles klar, ich werde zurück dann. Also, ich werde zurückkommen. Vielleicht sollten wir zu Giromon gehen. Und dann? Kommt der mit. Können wir gucken. Eben lag er so blöd rum. Stimmt, vielleicht ist da was. Ja, das heißt eben. Ja, aber das auf jeden Fall ist schon mal sehr cool, dass wir was erreicht haben. Das, oh, ich gibt, das gibt. Ah, ja, ja. Ich hatte einen Ballerina-Kurs. Ach so. Gegner austanzen. Ja, ja. Für Fortgeschrittene. Ich habe ihn nicht bestanden. Nö, weil ich einfach nicht hingegangen bin, genau. Das ist wie bei meiner Abschlussprüfung. Das, ja, klar. Ja, einfach nicht hingehen. Ja. Nö, wuff. Kannst du sagen, hier. Ja, ich kann sagen, ich habe Parts aufgenommen, ich konnte nicht zur Prüfung. Ja, das ist aber wichtiger. So, Prioritäten jetzt. Pff, die Tür ist versteckt. Unfair. Hast du sie gesehen? Ja, dann. So, ist er immer noch hier am Rumliegen? Nein. Doch. Aber er will nicht reden. Hallo? Ja, kann ich hier irgendwas machen? Ja, boah, krass, diese. Wenn ich sehe, diese Funken da, diese Vierecke, jetzt sind sie gerade nicht zu sehen, aber. Ja, 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 ja. Oh, krasse Animation. Selbst, also für PS1 Standard eigentlich viel zu unschön, aber naja, was soll's. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwann wieder hier hin. Ich weiß nur nicht wann. Dauert. Was sagen wir oder so? Ja, meanwhile, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, wie soll ich. Ja, ja, ich weiß, da oben war ein Gardromon, ne? So ein Typ-Ding. Ach so, aber das hat irgendwas gesagt, das eine. Ja. Ich werde nochmal mit dem sprechen gehen. So, Kollege. We're going to remodel the field 1000 bits, we can't remodel. Tja. Das hat er schon mal gesagt, ja, das bringt uns also nicht viel. So. Okay, Leute, bis gleich. Ja, den haben wir gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ich weiß leider immer noch nicht, was wir machen müssen. Ach, jetzt glaub. Oh, das war dumm, glaube ich, da hoch zu gehen. Ich glaube, hier müssen wir sogar gleich kämpfen, weil ich hier nicht ausweichen kann, oder? Naja, doch nicht. Hat noch geklappt. Okay, lass mal in die Stadt gehen. Meinst du? Was? Oh, ja. Okay, nach dem Kampf sind wir in der Stadt, Leute. Bis gleich. So. Numemon. Extrahiert? Hä? Nee. Numemon halt verkloppt. Und wir gehen in die Stadt. Wollt ihr das jetzt nicht haben? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gerade abgeascht.
Würde ich auch geraten haben. So, ja, und uns, während dem Kampf ist uns eingefallen, wir könnten ja mal in die Giersavanne gehen und in den Kartenshop. Ja, vielleicht gibt es da Karten, die wir noch nicht haben. Und wir werden den Vorrat an Items aufrüsten. Na, komm doch her. Hier, das war übrigens Numemon. Numemon kam hier, aber opening a shop, but it's a secret. It's no longer a secret. Ja, genau. Okay. Also er will einen geheimen Shop aufmachen. Wahrscheinlich im Itemshop, oder? Ja, wahrscheinlich bei den anderen unten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gehen mal gucken. So, dann können wir noch mal in der Zeitung gucken. Vielleicht ist da was Neues. Ach, gibt uns nicht Angemon sogar noch Hinweise auf Digimon, die wir holen können? Hä? Ach, die war schon immer da, ne? Ja, das muss ja hier sein. Geht ja nicht. Ja, da ist er doch. Guck mal. Wo bin ich? Ich liebe dunkle Orte. Und dieser Shop war mir sehr. Meine Items sind großartig. Mal sehen, was du so zu bieten hast. Enemy Bell? Kann man das nicht irgendwie gucken, was die können? Einfach kaufen? Ah, ja. Serious? Enemy Repel. Ich weiß nicht, wofür die sind, aber das können wir mal gerade gucken. Kann man gönnen. Item? So. Repels enemy to stay away. Cool. Attract. Ah, cool. Damit können wir Gegner von uns. Ey, davon kaufe ich mehr. Von uns weisen und holen. Ja, aber ich brauche eigentlich nur die wegmachen. Wie viel Geld? Es nimmt aber langsam ab. Ich meine, wir haben es noch mehr als genug, aber es nimmt trotzdem ab. Also hatten wir gerade mehr als die Anzeige. Da oben war noch eine 7. Musst du aufpassen. Achso. Ja, okay. Kaufen. Ja, jetzt sehe ich's. Large Recovery. Okay, davon brauchen wir natürlich so viel wir können. Geht das nicht so auch? Nein, natürlich nicht. Okay, 41, siehst du? Genau, jetzt haben wir noch 712.000. Und wir kaufen Large MP. Ach, weil unser Digimon einfach viel zu klug ist. Anstatt mal. Oh, guck mal, nur eine 6 da oben. See ya. Come again. So, wir werden uns jetzt mal auf dem Weg in die Giersavanne machen. Ja. Vielleicht gibt's Karten. Wäre ganz cool, wenn wir nochmal eine Medaille kriegen würden. Achso, zur Zeitung wollten wir auch noch gehen. Ja, zu Angemon. Achso. Ne, ist Nummer 8 noch. Obwohl, vielleicht Back? 7 vielleicht? Ne. Na gut. Und ich schätze mal, wir lassen nachher mal einen Tag vergehen. Und dann gehen wir nochmal in die Stadt. Und wenn das dann nicht klappt, lassen wir 2 Tage vergehen. Beziehungsweise noch einen. Und, ja. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Ja. Hallo, geht da rein. Digimons Haus. So. Hallo Angemon. Angemon. Level. Also lass mich dir verraten, was ich weiß. Mal sehen. In den Misty Trees, the early rising. Achso, ja, genau. In den Misty Trees. Das können wir auch machen. Ja, klappt das jetzt? Ja. And then? When Android Digimon breaks, he can repair himself completely quickly. Achso, ja, ja, klar. Wenn Android Digimon. Wie Metall, ne? Ja. Wenn Metall Digimon zerbrechen, können sie sich sehr schnell wieder regenerieren. Und? Ein seltenes Digimon appears in the jungle and challenge other to fight. Ein seltenes Digimon taucht also im Dschungel. Vielleicht, ja, stimmt. Wir könnten auch mal zuerst nach Piximon gucken gehen. Obwohl wir. Ja. Wir gucken mal. Ja, das Problem ist, wenn er pennen muss, dann sollten wir schnell in die Misty Trees laufen. Ja. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Digimon in die Stadt. Ach, langsam macht's Spaß und ich bin mir am Überlegen, wieso ich nicht vor auf die Idee gekommen bin, die Kämpfe rauszuschneiden. Eigentlich viel. Ja, da ist Etemon. Da könnten wir uns übrigens einen Metall-Etemon holen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, das werden wir auch machen, um das Chart ein wenig voll zu machen. Und es kann auch so durchaus sein, dass ich mal ein Digimon so erziehe, damit unser Tamer-Level hochgeht und es danach einfach sterben lasse. Ja. Kann sein, muss nicht sein. Und wenn Piximon mal irgendwann hier auftauchen würde, wäre das richtig cool, weil das haben wir erst ein einziges Mal gesehen und da hat's. Ja, uns. Ja, genau. Hat uns leider ein wenig vorgeführt. Ach, ist egal. Ja, das ist am Anfang. Komm, bist du dumm. Warum ist dieses Digimon nicht hier? Okay, jetzt kommt's. Wenn du nochmal reingehst, kommt. Ja? Okay, einmal gehen wir noch gucken, okay? Und sonst sind die Giersavanne. Okay. Sind die nicht aus so einer bestimmten Uhrzeit da? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn, dann müsste Piximon ja. Es steht, glaube ich, da, wo das das da? Ja. Es fliegt hier auf jeden Fall rum. Hier fliegt es normalerweise rum. Also hier flog es mal rum. Und ich weiß auch nicht, ob es nur hier auftaucht. Das ist natürlich auch was. Aber egal. Werd ich schon irgendwann noch finden. Jo. Und dann muss es leider dran glauben. Kriegen wir nicht die Die müssen wir tauschen. Ah ja.
bei Shogun Gekkoman. Nicht bei Sukamon? Bei King Sukamon? Nee, bei. Nein, bei Shogun Gekkoman. Müssen wir gegen Karten tauschen. Okay. Bei Sukamon gab's auf dem Ding nur. Nee, da können wir eine König-Sukamon-Karte, glaube ich, kriegen, für, wenn wir tauschen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es die Superangel bei Shogun Gekkoman gab. Für eine bestimmte Anzahl an Punkten. Okay, und. Fehlt noch mehr Items, ne? Ja, das fehlt auch noch. Dafür müssen wir zu Nanimon, der ja irgendwie immer nur noch zufällig da ist. So. Wir wollten. Ja. Oh, ich hab Schluck auch. In die Giersawanne. Das passt vielleicht sogar alles ganz gut. Weil. Wir gehen jetzt in den Shop. Na komm. Wir gehen nämlich jetzt in den Shop. Im Idealfall sind sogar noch Karten da. Ja, ja, genau, genau. Darauf wollte ich ja hinaus. Und sobald wir wieder in der Stadt sind, gehen wir schnell in die Misty Trees. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir dieses Early Rising Digimon kriegen. Und der Shop ist, genau, hier. Ach, hier gibt's das ja. Ja, falls ihr euch nicht mehr erinnert, der Shop ist vom 1. bis zum 15. jedes Jahres da. I'll buy a card. I'll buy one. Ja, und es gibt eine neue Frigimon. Ja, und die kaufen wir. Und wir kaufen uns auch nochmal Herkules Kabuterimon. Weil wir die tauschen können. Ja. Die gibt nämlich viele Punkte. Okay. Gucken wir mal nach. Die gelben sind, haben wir die nicht? Was? Nee, die gelben haben wir nicht. Das heißt, es fehlen noch genau 3 Karten. Das, das und das. Genau. Cool. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das beim nächsten Mal hin. Wer weiß. Autopilot. So. Und jetzt ein wenig beeilen. Damit das nicht einschläft und ich hoffe, es schläft bis vormittags und nicht bis nachts. Hoffentlich. Ja, also auch eine Besonderheit von Digimon World. Es gibt halt Digimon, die man nur fangen kann. Ich habe gerade hier dieses Anführungszeichen-Zeichen gemacht. Anführungszeichen-Zeichen. Das konntet ihr gar nicht sehen. Ja, ja, ja. Komm, bring uns da jetzt hin. Ja, es gibt halt Digimon, die man nur fangen kann mit bestimmten Digimon. Aber ich erzähle euch ja nichts Neues. Okay, ich weiß nicht mehr, wo lang wir sind. Runter? Ich kann mich noch halbwegs an den Ort erinnern. Ne, hier sind wir falsch. Wir mussten zuerst nach rechts. Nach rechts und dann runter. Genau, ich glaube, das war's. Ja. Ich dachte, wir wären bei Cherrymon. Doch, Cherrymon ist hier. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt hier sein muss, an diesem Ort. Vielleicht geht's auch überall, in den Misty Trees. Ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. Na komm, halt noch ein bisschen durch. Wenn ich seine Stimmungsschwankungen da so sehe. Ja, hier. Oh, Junge. Ja, er muss auch mal. Ja, aber wie kann man denn müde sein und gleichzeitig. Naja. Oh, ja. Ja, warte, warte, ich will erst hier hin. Ja, hier, glaube ich, müssen wir schlafen. So, jetzt kriegst du erstmal deine Portable Potty. Komm her. So, es muss bis in die Morgenstunden schlafen. Aber wir erinnern uns, Early Rising Digimon. Wenn wir Glück haben, taucht's auf. Wenn wir Pech haben, taucht's nicht auf. Na komm. Ja, ja, good to sleep. Und es ist natürlich nicht da. Obwohl es bis in die Morgen schon geschlafen hat. Das ist suspekt. Vielleicht tauchst du dich immer auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben ja den nächsten Tag. Ja. Vielleicht ist es auch einfach zu spät. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ihn da zu lange wach gelassen. Vielleicht hätte er weniger geschlafen, wenn wir den früher schlafen geschickt hätten. Ja. Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Also wir gehen jetzt nochmal schnell in den Kartenshop. Und dann mache ich da. In die Maschinenstadt. Ja, nächste Part. Erst noch einmal schnell in die komische Stadt. Ja. In die Savanne. Okay. Okay. Oh, weißt du, was jetzt cool wäre, wenn er in dem Kartenshop 3 gelbe Karten wären? Das wäre richtig cool. Ja. Giersawanne. Schade, dass Kakatorimon nicht da war. Beziehungsweise Kakatorimon. Jetzt habe ich schon wieder gespoilert, aber das wurde mir ja schon verraten. Dieses Early Rising Digimon. Ach, weißt du was, wenn wir gucken auch nochmal danach schnell, ob Piximon da ist. Okay. Das muss echt. Einmal geht noch. Das könnte man aber auch im nächsten Part machen, dann hätte ich wenigstens einen Lückenfüller. Ja. Ja, könnte man auch. So. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Nein. Wieso? Achso, wahrscheinlich haben wir schon 9. Okay, Leute. Ich sage an der Stelle bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und tschüssi. Tschüss.